Antriebstechnologien kommen und gehen, das Reifengeschäft bleibt und wird in den kommenden Jahren zunehmend an Bedeutung gewinnen. Denn gerade durch die Elektromobilität ergeben sich einige Änderungen, auf die sich Werkstätten sowohl beim Montieren als auch beim Wuchten einstellen sollten. Robustheit, Qualität und ein komplett modularer Aufbau steht bei uns vor allem in Bezug auf Elektromobilität im Vordergrund. Denn durch die höheren Fahrzeuggewichte werden Seitenwände zunehmend verstärkt und das hohe Drehmoment erfordert neue Reifenmischungen. Auch Felgendurchmesser von 20 Zoll sind bei Mittelklassewagen keine Seltenheit mehr und erfordern präzise Messergebnisse. Matthias zeigt euch in diesem kurzen Video, wie ihr zum perfekten Wuchergebnis kommt. Viel Spaß! Hey Matthias! Hey Tanja! Werkstätten wollen auf jeden Fall präzise Messergebnisse. Zeig uns doch mal, wie das geht. Okay, so, das Allerwichtigste ist natürlich, das Rad absolut sauber zu halten. Ganz wichtig, dieser Flansch hier, wo die Felge auf der Wuchtmaschine aufliegt, muss blitzeblank sein. Wir nehmen hierzu so ein Schleifvlies, das auf Plastikbasis ist, um nur den Schmutz zu entfernen und nicht die Felge zu beschädigen. Das heißt, wir reinigen die Auflagefläche und ganz, ganz wichtig, hier auch die Fläche, wo der Konus aufliegt. Gut. Um perfekte und präzise Wuchtergebnisse zu erhalten, benutzen wir hier unseren Typenspannflansch, der auf verschiedene Durchmesser angepasst werden kann. Dann wählen wir hierzu den richtigen Konus aus. Beim Aufheben auf die Felge achten wir auf einen geraden Rücken. So, dann messen wir die Felge ein. Und wir sehen, hier fehlen noch 10 Gramm. So, wir wählen hier uns die 10 Gramm aus. Die Maschine bleibt punktgenau auf der richtigen Wuchtgewichtsposition stehen und zeigt uns hier mit dem Laser genau an, wo wir kleben müssen. Okay, und wir sehen, Felge perfekt gewuchtet. Das ist alles? Ganz easy. Dann wuchte ich das nächste Mal selbst.